So, dann willkommen auf den Waldorfer Bläsertagen, Thorsten Skringer, Rüdiger Waldorf. Ihr beiden habt gerade gespielt bei uns auf der großen Bühne. Und das Erste, was ich sagen muss, ich bin Gitarrist, sorry. Aber ich habe dieses Board gesehen. Was ist da los bei dir? Ja, das stimmt. Irgendwann wird es langweilig, ne? Nur so ein Trompetensound. Eigentlich bin ich schon fast wieder auf dem Rückweg. Nachdem ich einen Ausflug hatte in ganz viele Effektgeräte, freue ich mich auch wieder auf einen normalen Sound. Aber es macht Spaß. Ich war immer ein Fan von den Brecker Brothers. Bin ja auch in den 80ern quasi hängen geblieben, was auch meine musikalische Entwicklung angeht. Gefällt mir das immer noch super. Wenn ich auch Drake auch schon mal ab und zu mal höre. Und mein Sohn ist 15, ist klar, dann bleibt das nicht aus. Aber die Leidenschaft ist schon bei Funk, Jazz, Rock. Heute würde ich es Pop-Jazz nennen. Und da gehört sowas auch dazu. Ne? Es macht einfach Spaß, sich da zu verändern. Und das ist der Grund. Okay, da habe ich einen Whammy drauf gesehen zum Beispiel. Also alles so Sachen, um den Ton zu beeinflussen, um halt nochmal so eine nächste Dimension reinzubekommen dann. Das stimmt, ja. Es ist, ein Whammy funktioniert sehr, sehr gut auch für Bläser, haben wir festgestellt. Also man kann nicht einfach so in ein Geschäft gehen und sagen, ich hätte gern einen Wah-Wah oder ich hätte gern einen Harmonizer. Es funktionieren längst nicht alle Geräte. Ne? Also man hat dann schon, Thorsten und ich, wir haben also gemeinsam schon Werte gesammelt, um dann einfach so ein Board zusammenzustellen, was letztendlich auch einem nicht sozusagen die Veranstaltung crasht. Letztendlich, das Wawa, für alle, die es nicht wissen, kommt eigentlich von den Bläsern her. Die Gitarristen haben es wieder nur geklaut und einverleibt. Ja, das ist eigentlich so, sollte das die Simulation sein. Und letztendlich hat es aber dann irgendjemand entdeckt, dass es viel cooler klingt mit den Saiten drüber. Und dann wurde es irgendwie funky, die ganze Geschichte. Thorsten, jetzt kommt man ja nicht drum rum, wenn ihr beide so neben einem sitzt und wir sitzen so entspannt hier in der Sonne. Das wird so ein richtiges Name-Dropping-Interview, habe ich mir gedacht, als ich mich vorbereitet habe. Ihr habt bei Stefan Raab gespielt, ihr spielt bei den Heavy Tones und seid beide, habt euch beide auch als Solo einen Namen gemacht. Und jetzt habe ich eben gedacht, Was macht ihr denn die ganze Zeit jetzt so, jetzt wo die Band nicht mehr, oder die Band existiert ja noch, aber die Show nicht mehr. Was ist jetzt das Aktuelle, wo ihr gerade unterwegs seid? Also wir sind ja jeweils in eigenen Gefilden unterwegs, mit eigenen Produkten, mit eigenen CDs und eigenen Projekten und eigenen Lehrbüchern. Rüdiger hat auch Bücher geschrieben. Ich habe auch erst letztes Jahr mein drittes Lehrbuch veröffentlicht. Dann organisiere ich nebenbei noch den, ich habe es nicht hundertprozentig recherchiert, aber es ist eigentlich mittlerweile der Deutschlands größte Saxophon-Workshop. Ich habe über 80 Teilnehmer im Jahr, also so ein Saxophon-Intensiv-Workshop. Und das bedarf halt wahnsinnig viel logistischem Aufwand und dem versuche ich gerecht zu werden, neben der Live-Tätigkeit, die halt noch ansteht, auch mit zahlreichen anderen Bands. Gestern habe ich mit meiner alten Soul Kitchen-Combo aus München in Wien gespielt und dann fühlt sich die Woche auch ganz schnell. Also man hatte so einen kleinen Übergang nach der Sendung, weil man sich erstmal daran gewöhnen muss, dass dieses Montag, Dienstag, Mittwoch regelmäßige weg ist. Aber bei mir kann ich sagen, geht es jetzt größtenteils drauf mit Üben, Gigs vorbereiten, Workshops vorbereiten, networken. Oder jetzt ausnahmsweise muss ich dann morgen und übermorgen, Montag, Dienstag nach Wien und nach Graz an Universitäten Workshop geben. Also das ging jetzt so schnell beim Rüdiger genauso wie auch bei mir und auch bei so gut wie allen anderen Musikern. Die Zeit füllt sich sehr schnell wieder und das ist auch gut so, weil man hat dann noch so ein bisschen das Gefühl, dass man gebraucht wird. Okay, also war ganz wichtig, das zu sagen, weil wahrscheinlich viele einfach das Gesicht aus dem Fernsehen kennen und denken, das ist euer einziger Job, aber ihr seid voll ausgelastet. Ja? Wie ihr eben gehört, ihr habt auch einen Song von dir jetzt eben gespielt gerade, also du releast auch eigene Sachen. Gibt es da irgendwas Aktuelles? Ja, also offiziell kommt meine nächste CD Ende August raus, die heißt Rüdiger Waldorf Jackson Trip. Und das sind nur Covertitel, das sind aber eben keine Covertitel, sondern es sind nur Titel von Michael Jackson, instrumental gespielt mit einer vierköpfigen Band, wo wir aber auch Gäste hatten wie Bill Evans oder Dean Brown von den Brecker Brothers. Ja, aber bei mir sieht es ähnlich aus. Ich habe gestern mit Flo Mega und Gentleman gespielt und davor die Woche mit meiner Trumpet Night und habe tatsächlich auch sogar bei den Heavy Tones aufgehört, weil ich einfach keine Zeit habe auch. Und bin froh, dass es so gut läuft. Super, das freut mich für euch. Jetzt Name-Dropping, habe ich gesagt. Während ihr gerade noch gespielt habt, stand ich draußen mit Albie Donnelly.
Und da gibt es eine Beziehung, wie ich gehört habe, zu einem von euch beiden. Der steht da hinten an der Bar. Soweit zum Musikerleben. Der ist verantwortlich für deine Karriere ein bisschen? Ich müsste mich jetzt so ein kleines bisschen auch noch mit anderen Yamaha-Beteiligten unterhalten, wie es genau war. Aber ich glaube, er saß mit in der Jury, die 2003 für mich gestimmt hat, dass ich diesen Yamaha-Sax-Contest gewinne. Genau so war es. Und da war, genau, Elbi war in der Jury, Till Brönner, Peter Weniger und noch, ich glaube, der Rolf Hinrichs auch von Yamaha. Das war meine Jury. Also er hat hoffentlich für mich gestimmt. Das hat er gesagt. Hat er gesagt, okay. Elbi! Ich mag ihn. Er ist großartig. Ich habe auch gerade gesagt, meine frühesten musikalischen Erinnerungen sind eher im Frankfurter Schlachthof mit Supercharge und ich mit 8 Jahren auf dem Tisch tanzend dazu. Also, großer Typ. Ja, wir waren bei Yamaha. Ihr beide spielt Yamaha. Und ich stelle jetzt mal die total blöde Frage, warum? Ach, bei mir ist es ziemlich einfach. Ich habe irgendwann mal die Xeno-Trompete ausprobiert. Ich glaube, es ist jetzt fast 20 Jahre her. Und habe bei Yamaha angerufen und habe gesagt, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich dieses Instrument bekomme, ohne das bezahlen zu müssen? Und es war tatsächlich so, dass die gesagt haben, ja, kannst du machen, du kannst Workshops für uns geben, nachdem sie sich ein bisschen informiert hatten. So war tatsächlich der Anfang. Ich habe also meine ersten Instrumente auch abgearbeitet bei Yamaha und es ist nach wie vor so, dass man nicht alles von denen geschenkt bekommt, sondern es gibt einfach ein sehr, sehr freundschaftliches und vertrautes Verhältnis, was dafür sorgt, dass man sich halt wohlfühlt und ich seit Jahren bei der Firma sehr gut aufgehoben bin. Das betrifft unter anderem auch die Werkstatt, die ja dafür sorgt, dass man immer, wenn man irgendeine Sorge oder irgendein Problem mit dem Instrument hat, einfach sich sehr gut aufgehoben fühlt und auch selber zur Entwicklung beitragen kann. Also es ist tatsächlich so, dass ich manchmal auch gefragt werde, wie würdest du denn das Flügelhorn spielen wollen? Und diese Zusammenarbeit hat dazu geführt, dass es halt mehr ist als einfach nur so ein Verhältnis. Ja komm, die Instrumente werden gestellt und dann spiele ich die halt. Könnte auch ein anderer sein. Ich glaube, bei uns beiden ist es nicht so. Okay, wie kann ich mir das dann vorstellen? Ihr kriegt dann einen Satz von 3-4 Instrumenten und das, die werden dann immer ausgetauscht, oder? Ja, bei Saxophon ist das vielleicht ein bisschen noch anders, glaube ich, wie bei den Trompeten, weil der Instrumentenwert an sich noch mal eine deutliche Ecke höher ist. So. Jetzt diese Custom-Tenorhörner, glaube ich, liegen um die 5.500 Euro. Und wenn man die als Saxophonist so einspielt, dann sind die gebraucht. Also mir gehören die selbst. Und dann kann man als Yamaha-Artist, ohne jetzt zu viel Internas zu verraten, kann man sich halt überlegen, ob man die Instrumente zu einem etwas besseren Tarif vielleicht über seinen lokalen Händler bezieht oder ob man die Instrumente durch Workshops abvergütet. In meinem Fall war es halt so, auf diesem besagten Contest, den ich gewinnen durfte, war das Tenor der Hauptpreis. Also das habe ich frei Haus gewonnen. Und dann habe ich ganz pragmatisch einfach die beiden Instrumente verglichen, mein altes Selma und das Yamaha. Dann habe ich das Selma verkauft und habe das Yamaha weitergespielt. Und erst ein halbes Jahr später kam Yamaha auf mich zu und hat gesagt so, wir haben schon gesehen, so, du spielst das auch live und so. Und ich so, ja, Selma ist verkauft, ich spiele Yamaha, ja. Und so entstand da bei mir die Zusammenarbeit. Und dann habe ich noch ein Alt gekauft und ein Sopran über Workshops abgegolten. Und jetzt ist meine ganze Palette voll mit Yamaha-Hörnern. Du bist ausgestattet. Schade, wir hätten nämlich welche zum Verkaufen. Für alle, die sich für Yamaha-Instrumente interessieren, kommt zur Session. So, es war mir eine große Freude, mit euch zu reden. Und ich weiß, es kommt mir ein bisschen vor wie bei Wetten, das jetzt. Du musst deinen Flieger noch kriegen und du musst noch einen Workshop machen hier. Das stimmt. Du nicht? Du musst auch noch einen, musst auch noch geben. Super. Dann lasse ich euch einfach mal beim Cappuccino und vielleicht beim ersten Bier des Tages in der schönen Sonne alleine und wünsche euch noch viel Spaß. Dankeschön. Danke auch. Vielen Dank und viel Erfolg. Danke, ciao.